Hügzen in Schwerin am 6. August. Wirtschaftsminister Reinhard Mayer hat sich bei der Hügzen Germany GmbH über aktuelle Vorhaben informiert und einen Fördermittelbescheid für ein Forschungsvorhaben übergeben. Wir haben hier ein Unternehmen in einem Kernbereich einer Branche, die wichtig ist für unser Land, nämlich im Bereich der Lebenswissenschaften, Life Sciences, Medizintechnik, mit vielen Aufträgen bundesweit und darüber hinaus. Und deswegen ist das ein Kern einer ganz, ganz wichtigen Branche mit entsprechenden Fachkräften für Mecklenburg-Vorpommern. Das Unternehmen testet mit rund 70 Mitarbeitenden am Standort unter anderem Medizinprodukte auf biologische Unbedenklichkeit und die Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln. Ziel des geförderten Forschungsvorhabens ist es, Arbeitsschritte im Bereich der Desinfektionsmittelprüfungen zu miniaturisieren und zu automatisieren. Wir miniaturisieren Prüfmethoden und mit dem Ziel, sie dann teilautomatisieren zu können auch. Das heißt, wir wollen insbesondere haben wir die Ergonomie der Mitarbeiter im Blick, dass wir hier die Arbeitsplätze weiter attraktiv gestalten können und natürlich aber auch im Fachkräftemangel schauen können, wie wir die Prüfmethoden stabil umsetzen können für unsere Kunden. Das Familienunternehmen wurde 1996 gegründet. Im Juli 2013 übernahm Dr. Sebastian Werner das Unternehmen seines Vaters. Das Ziel von Hügzen: die Patienten- und Anwendersicherheit durch stetig präzise Qualitätssicherungsprüfungen weltweit kontinuierlich zu verbessern.